Nicht verpassen. Der 27. ist Deutschlerntag. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und am 27. werde ich den ganzen Tag für dich online sein. Ich werde dir alle Fragen beantworten, die du vielleicht über die deutsche Sprache, die deutsche Kultur oder Deutschland im Allgemeinen hast. Ich werde auch ein bisschen mit dir quatschen und ich werde dir auch ein bisschen etwas erzählen, was ich über persönliche Entwicklung oder die deutsche Sprache oder Sprachenlernen im Allgemeinen weiß. In diesem Video werde ich mit dir teilen, worauf du dich alles freuen kannst. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Am 27. werde ich morgens aufstehen. Ich werde den Computer anschalten und ab diesem Zeitpunkt werde ich online sein für dich. Ich werde nur Pausen machen, um ein bisschen was zu essen, um vielleicht ein Nickerchen zu machen, um meine Kräfte wieder aufzutanken und um weitere wichtige Bedürfnisse zu erfüllen. Aber ansonsten möchte ich jede freie Minute damit verbringen, online verfügbar für dich zu sein. Das heißt, all die Fragen, die du hast über die deutsche Sprache, über Deutschland, über die deutsche Kultur, über persönliche Entwicklung. All die Fragen kannst du mir stellen und ich werde sie dir live beantworten. Am 27. Januar ist der erste Deutschlerntag und wenn es gut läuft, werde ich jeden Monat am 27. oder 28. ein Deutschlerntag machen. Ich werde es live streamen über Facebook und oder YouTube. Ich werde online auf Skype sein und ich werde schauen, wie das funktioniert. Ich möchte nicht zu viel in die technischen Details gehen, wie ich das alles umsetze, weil ich den Deutschlerntag immer weiter verbessern werde. Und es kann sich in Zukunft ändern, welche Dienstleistungen ich benutze. Ob ich nun Skype benutze oder YouTube Live oder Facebook Live. Ich möchte es so machen, dass es für dich immer am einfachsten und am hilfreichsten ist. Wenn zum Beispiel etwas nicht funktioniert oder etwas für dich zu schwierig ist, dann werde ich versuchen, alternative Lösungen zu finden. Was gleich bleibt, ist Folgendes. Wenn es gut läuft, werde ich jeden Monat am 27. oder 28. eine Live-Show machen. Ich werde diese Live-Shows Deutschlerntage nennen. Ja, also ein ganzer Tag, wo wir uns alle darauf konzentrieren können, Deutsch zu lernen. Ja, beziehungsweise du lernst Deutsch, ich konzentriere mich darauf, dir so gut wie möglich dabei zu helfen. An diesen Deutschlerntagen werde ich für dich verfügbar sein, für jede Frage, die du eventuell hast über Deutschland, die deutsche Kultur oder die deutsche Sprache oder über persönliche Entwicklung. Ja, mein Ziel ist es, dich auch ein bisschen kennenzulernen. Ja, ich möchte wissen, was dir noch mehr hilft, um Deutsch zu lernen. Ja, ich möchte dir Hilfestellungen geben. Ja, gerade wenn du irgendwo feststeckst beim Deutschlernen und nicht mal weiterkommst, dann möchte ich dir persönlich die Inspiration und Motivation geben, um weiter zu kommen. Und deswegen möchte ich diese intensiven Live-Shows mit dir machen.
Nachdem ich all deine Fragen beantwortet habe, werde ich dir auch spannende Geschichten erzählen oder dir etwas Interessantes erzählen, was ich selber gelernt habe. Zum Beispiel bei der Erstellung der Kurse in der Akademie. Jeden Monat erstelle ich nämlich einen neuen Kurs in der Akademie, academy.authenticgermanlearning.com. Und ich lerne immer sehr viele interessante Dinge durch diese Kurse. Ja? Und ich werde dir ganz viel darüber erzählen, was ich gerade gelernt habe. Und ich werde dir ein bisschen was über die deutsche Geschichte erzählen und über die deutsche Sprache und all sowas. Und ich möchte auch mit dir teilen, was ich gerade gelernt habe in Bezug auf persönliche Entwicklung. Ja? Ich werde mit dir teilen, welche Strategien ich momentan benutze, um mein Leben besser zu machen und produktiver. Viele von euch haben mir geschrieben und gesagt, Marco, ich finde es sehr toll, dass du so voller Energie bist und so frisch und munter und so voller Produktivität. Und das ist etwas, was nicht daher kommt, dass ich irgendwie anders bin oder dass ich genetisch so veranlagt bin, so fröhlich zu sein oder so voller Energie. Das war nicht immer so, sondern es ist, weil ich bestimmte Gewohnheiten implementiert habe. Das ist so, weil ich bestimmte Dinge gelernt habe im Bereich persönliche Entwicklung. Und deswegen möchte ich auch gerade solche Dinge mit dir teilen, damit du auch glücklicher und voller Energie sein kannst. Ja, ich freue mich auf dich. Wie gesagt, am 27. geht es los. Besuche bitte authenticgermanlearning.com/live. Ja, dort findest du alle Informationen und dort findest du auch alle aktuellen Informationen, wenn du dieses Video später schaust. Wie gesagt, trag dir bitte in deinen Kalender ein, dass der 27. der Deutschlerntag ist, ja, wo wir intensiv gemeinsam lernen. Und auf authenticgermanlearning.com/live findest du, wie gesagt, alle Informationen und alle aktuellen Informationen. Ich möchte dich bitten, damit du informiert bleibst, möchte ich dich bitten, auf alle Schaltflächen auf der Webseite zu klicken. Ja, bitte klicke auf alle Buttons, auf alle Schaltflächen auf der Webseite, um informiert zu bleiben und den nächsten und spätere Authentic German Learning Deutschlerntage nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr darauf, mit dir zu quatschen, mit dir zu sprechen. Und wir sehen uns später. Wir sehen uns am 27. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.